Herzlich willkommen bei den Highlights des zweiten Finalspiels der Badminton-Bundesliga. Im Kampf um den Meistertitel stehen einander der ASV Pressbaum und der BSC 70 Linz gegenüber. Das erste Spiel der Best-of-3-Serie haben die Linzer eine Woche zuvor bereits gewonnen. Sie können mit einem Sieg den Titelgewinn fixieren. Die Gastgeber aus Pressbaum waren im Grunddurchgang die Besten, stehen nun aber mit dem Rücken zur Wand. Sie brauchen einen Sieg, um ein drittes Finalduell zu erzwingen. Gespielt werden 8 Matches, die Frauen absolvieren ein Einzel und ein Doppel, bei den Männern stehen 3 Einzel und 2 Doppel auf dem Programm, hinzu kommt ein Mixed-Doppel. Wer mehr Partien gewinnt, siegt auch im Vereinsduell. Das sind die Regeln. Los geht's mit dem ersten Herrendoppel. Favoriten sind die Pressbaumer Adi Pratama und Philipp Drexler. Sie werden gefordert von Igor Cimbur und Jaka Ivancic und gleich im ersten Satz zeigen die Gastgeber ihre Klasse. Die Pressbaumer erspielen sich zwar rasch einen deutlichen Vorsprung, das ist aber oft mit harter Arbeit verbunden, so wie hier. Die Niederösterreicher haben auch bei solchen Ballwechseln zumeist das bessere Ende für sich und erarbeiten sich so ihren ersten Satzball. Und den verwerten Pratama und Drexler auch gleich im ersten Versuch. Mit 21:10 geht Satz 1 an Pressbaum. Der gebürtige Indonesier Adi Pratama lässt gemeinsam mit Drexler auch im zweiten Satz nichts anbrennen. Hier der Punkt zum 15:6. Igor Cimbur und Jaka Ivancic haben nicht viel entgegenzusetzen und nach einer knappen halben Stunde verwerten die Pressbaumer ihren ersten Matchball. Endstand 21:10, 21:11. Und weil parallel dazu die Linzerinnen Matea Cica und Petra Pollands das Damendoppel gegen Karina Meinke und Tanja Ivanova gewinnen, steht es nach 2 Spielen 1:1. Weiter geht's mit dem Damen-Einzel. Hier kommt es zum Aufeinandertreffen zwischen der Slowenin Petra Pollands für Linz und der Bulgarin Tanja Ivanova für Pressbaum. Pollands, die Nummer 194 der Welt, präsentiert sich wie erwartet stark und sichert sich den ersten Satz mit 21:10. Der zweite Satz verläuft zu Beginn wesentlich ausgeglichener. Ivanova hält besser dagegen, hier das 6:4 aus Sicht der Bulgarin. Pollands zeigt sich davon aber unbeeindruckt. Mit diesem Smash stellt sie auf 11:8. Es bleibt aber weiterhin knapp, denn Ivanova steckt nicht zurück und kommt noch einmal heran. Ihre starke Verteidigung macht sich bezahlt. 15:16 aus Sicht der Pressbaumerin. In der Schlussphase schenken sich die beiden Spielerinnen nichts mehr, wie dieser Ballwechsel deutlich macht. Petra Pollands hat das bessere Ende für sich und lässt sich den Sieg danach nicht mehr nehmen. Die Slowenin verwertet den ersten Matchball und gewinnt mit 21:10 und 21:16. Zeitgleich holt die Nummer 102 der Welt, Iskandar Zulkarnain aus Malaysia, für Pressbaum gegen Micha Ivanic den Punkt im ersten Herreneinzel. Nach der Hälfte der Partien steht es also 2:2. Im zweiten Herreneinzel messen sich Adi Pratama und der für Linz spielende Kroate Luka Ban. Zunächst sieht es auch nach einer Überraschung aus. Ban zeigt eine Topleistung und geht hier mit 15:12 in Führung. Dann hat allerdings Pratama einen Lauf und dreht die Partie. Am Ende verwertet der Pressbaumer dann seinen ersten Satzball zum 21:16. Im zweiten Satz ist es aber wieder Bahn, der zunächst in Führung geht.
Dieses Mal entscheidet der Kroate eine Top-Rallye für sich. Aber auch dieses Mal reicht es nicht zum Satzgewinn. Stattdessen Matchball Adi Pratama. Zu 18, Adi Pratama gewinnt glatt in 2 Sätzen. Auf dem 2. Court entscheiden die Linzer Mattia Cica und Igor Cimbur das Mixed-Doppel-Hauchdünn für sich. Sie besiegen Emily Wu und Philipp Drexler mit 22:20 und 24:22. Vor den letzten beiden Partien steht es 3:3. Spannender könnte das Finish nicht sein. Im 2. Herrendoppel gehen Iskander Zulkarnain und der Bulgare Pejo Bojcinov für Pressbaum als Favoriten ins Spiel. Doch die Slowenen Micha Ivanic und Gašpar Krivec auf Seiten der Linzer machen ihnen das Leben schwer. Im ersten Satz spielen die Gäste groß auf. Hier der Punkt zur 16:9 Führung. Die Pressbaumer kommen anfangs nur selten zu schnellen Punkten, so wie nach diesem Smash von Bojcinov. Insgesamt ist der erste Satz eine klare Angelegenheit für die Linzer, die sich mit 21:13 durchsetzen. Im 2. Satz schlagen die Gastgeber zurück. Das Tempo ist hoch, Iskander Zulkarnain beweist trotzdem eine gute Übersicht. Mit dem Punkt zum 21:13 schaffen die Pressbaumer schließlich auch den Satzausgleich. In Satz Nummer 3 werden die Niederösterreicher dann endgültig ihrer Favoritenrolle gerecht und stellen die Weichen auf Sieg, zumindest in dieser Partie. Beim Stand von 20:13 aus Sicht der Pressbaumer verwerten Zulkarnain und Bojcinov ihren ersten Matchball. Jetzt liegt es an Jan Janoschik, im 3. Einzel den Pressbaumer Sieg zu fixieren. Der Tscheche muss sich allerdings Jaka Ivancic in 3 Sätzen geschlagen geben, Stand nach 8 Partien 4:4. Die Entscheidung muss also im Golden Set fallen. Den tragen die beiden Teams im Mixed-Doppel aus. Pressbaum nominiert Adi Pratama und Emily Wu. Linz spielt mit Micha Ivanic und Petra Pollanz. Den besseren Start in den entscheidenden Satz erwischen die Pressbaumer. Sie gehen mit 4:2 in Führung. Die Gastgeber können sich in weiterer Folge aber nicht absetzen und so schaffen die Linzer den Ausgleich zum 6:6. Spätestens ab diesem Zeitpunkt wittern die Gäste ihre Chance auf den Meistertitel und setzen die Gegner zunehmend unter Druck. 11:8 für Linz. In der Schlussphase behält das Doppel der Oberösterreicher die Nerven und baut den Vorsprung sogar aus. Hier der Punkt zum 17:10. Die Pressbaumer können am Ende zwar noch 2 Matchbälle abwehren, den 3. verwerten die Linzer zum 21:14 Sieg im Golden Set. Der Meister in der Badminton-Bundesliga 2021-22 heißt BSC 70 Linz. Nach dem Erfolg knallen bei den Oberösterreichern die Korken. Der letzte Meistertitel der Linzer datiert aus dem Jahr 1993. Nach so langer Wartezeit kann beim Jubeln schon mal der eine oder andere Fauxpas passieren. Der erste Meistertitel seit 29 Jahren für die Linzer. Was bedeutet das für den Verein? Ja, für den Verein eigentlich sehr, sehr viel. Wir haben die letzten Jahre immer gekämpft, waren manches Mal sehr, sehr knapp dran, ein bisschen unglücklich gescheitert. Und ja, was soll ich sagen, wir als Team, wir als Verein, ich als Mannschaftsführer und auch ein bisschen als Spieler bin so überglücklich, dass wir das jetzt noch einmal, ja, geschafft haben. Das ist einfach sensationell. Man kann sagen, Sie sind quasi als Außenseiter ins Finale gegangen. Was war denn ausschlaggebend dafür, dass Sie diese Überraschung geschafft haben? Ja, das stimmt wirklich. Also wir haben
wenn man so ins Team gehorcht hat oder im Verein, war jeder ein bisschen so, ja, wir haben es ins Finale geschafft, wir haben unser Soll erreicht und wir sind glücklich, sagen wir es einmal so. Aber das war dann doch im engen Kreis des Teams, der Spieler und im Speziellen auch mir dann ein bisschen zu wenig. Und wir haben versucht, wirklich positive Stimmung reinzubringen, positiv zu denken in jedem Spiel, bei jedem Ball. Und das hat sich dann wirklich bezahlt gemacht und wir haben das geschafft, dass wir das so umgebogen haben. Ja, das war einfach cool. Die Leistung vom Team, sensationell. Also ich bin überglücklich, dass wir das geschafft haben. Was waren denn heute in den Spielen so die Schlüsselmomente? Ja, ich glaube trotzdem, dass in so engen Partien, wo die Leistung so annähernd gleich sind, dass wir einfach das Quäntchen Glück dann gehabt haben. Das muss man einfach sagen, weil Pressbaum auch so eine starke Mannschaft gehabt hat. Ich kann nur einmal sagen, Gratulation an das Team von Pressbaum. Es war wirklich stark und wir haben, wie gesagt, das Quäntchen Glück gehabt und haben das rübergebracht. Der Golden Set, der ist dann im Mixdoppel gespielt worden. Das erste Mixdoppel des Tages haben die Linzer schon gewonnen. War das quasi so etwas wie ein gutes Omen? Ja, gutes Omen in so einem Golden Set, wo nur auf einen Satz gespielt wird, ist immer schwierig. Also wir haben natürlich versucht, die Stimmung damit rüberzubringen. Und ja, wo man die Spiele einfach wegstreichen muss, was nicht gespielt werden will oder kann. Und dann bleibt eben das Mixed über von beiden Mannschaften. Und da waren wir halt einfach die Glücklicheren mit einer guten Leistung von unseren beiden, von Micha und von der Petra. Die haben sensationell konzentriert gespielt und einfach toll. Gratulation zum Titel. Was sind denn Ihre ersten Gedanken nach diesem Erfolg? Ecstatic, I would say, very happy to win the title. Ich bin begeistert und sehr glücklich, diesen Erfolg feiern zu können. Es war der Plan, in zwei Finalspielen zu gewinnen. Wir wussten, es wird eng und sind jetzt einfach froh, in diesem Umfeld einen Sieg zu holen. Wir wollten den Fans auch tolle Spiele zeigen. Some great points, some great fighting spirit, so, yeah. Pressbaum zählt ja traditionell zu den Titelanwärtern in der Bundesliga. Warum hat es denn dieses Mal nicht geklappt? Ja, uns heuer ist leider, dass wir uns wieder im Finale nicht gut gelaufen. Und ja, hätten wir eigentlich die Chance, in dritte Herren Einzel zu gewinnen. Aber leider, der Punkt war sehr knapp. Und dafür, das ist ja, schade für uns. Was sagen Sie zu Ihrer eigenen Leistung heute? Wie bitte? Wie zufrieden sind Sie mit Ihrer eigenen Leistung heute? Ja, ich und Iskander haben gute Leistung gespielt und dann wir haben unsere Disziplin gewonnen. Aber für die anderen, ich bin nicht oder noch nicht zufrieden, weil es kann noch besser werden. Und ja, vor allem diese Damenbereich sind wir oder sind sie einfach stärker als uns. Und ja, dafür müssen wir auch mehr arbeiten, ja, für die Damen. Sie waren ja im Golden Set selbst auch auf dem Platz. Wie war das für Sie? Das ist ja eine Situation mit viel Druck, weil Sie wissen, Sie müssen das gewinnen. Ja, immer die letzte Spiel, Golden Set, ist immer also unleichte Situationen, ja, für alle. Ja, nicht nur für uns, sondern für den Gegner auch. Aber ja, heuer ist also Druck natürlich, bekommen wir viel, wir müssen gewinnen. Ja, aber leider hat nicht gut gegangen. Das waren die Highlights der Entscheidung in der österreichischen Badminton-Bundesliga. Vielen Dank fürs Dabeisein. Die neue Saison startet dann im